Willkommen zurück. Lang, lang ist es her. Jetzt habt ihr das Ton. Entschuldigt. Lang, lang ist es her. Bestimmt. 2 Monate. Viel zu lang. Aber was will man machen? Ist ein Hobby. Von daher, das Real Life geht immer vor. Nichtsdestotrotz, beim letzten Mal haben wir hier mit den Reisebussen, die erstaunlich gut genutzt wurden, angefangen. Mit unseren 40 km/h Bussen war ich sehr erfreut drüber. Davor haben wir hier noch den Treibstoff abgeliefert und eigentlich war der Plan dann hier 1914, wir haben es 1911, eine Linie rüberzuziehen nach Manhattan, Berlin. So als nächstes großes Ballungszentrum nach diesen drei Städten. 1914 haben wir ja nur noch nicht. Und daher weiß ich noch, es war der Plan, erstmal hier in München noch die Warenversorgung oder die Treibstoffversorgung in Angriff zu nehmen. Aber ich denke, für beides wäre es gut, dass wir hier oben entweder Öl mitnehmen, verarbeitetes Öl oder direkt den Treibstoff. Und daher, weil hier noch nichts gemacht wurde, lasse ich es erstmal. Ich denke, es ist eine gute Faustregel, erstmal den Personenverkehr zu starten und dann drumherum auch noch den Güterverkehr zu bauen. Denn der Personenverkehr sollte immer Vorrang haben, damit er schnellstmöglich von A nach B kommt. Davon hängt auch dein Geld ab, was du hier verdienst. Und bei den Waren, solange es ankommt, passt das schon. Von daher würde ich sagen, warten wir hier mit München noch ein bisschen ab. Das hatte ich nicht ganz auf dem Schirm. Aber wir haben ja auch Coruscant angeschlossen. Und wenn wir schon mal Coruscant angeschlossen haben, wie wäre es denn, wenn wir mit Coruscant eine Treibstoffversorgung anfangen? Zum Beispiel, wir hätten hier gleich Öl-Days. Wird ja auch vom Bahnhof abgedeckt. Das haben wir gut vorbereitet. Wir müssten uns dann hier leider durch den Berg fräsen. Das wird vermutlich komisch ausschauen. Jo, da ist eine ganz schön steile Felswand. Die Straße verlegen wir dann, das ist kein Ding. Und bringen Öl, habe ich erst überlegt, hier runter, aber das ist vielleicht ein bisschen sehr flach. Wir müssen es ja noch hier rüberbringen, hätten noch mit Schiffen arbeiten können. Aber ich wollte einfach mehr gerne wieder einen Zug haben. Wenn ich schon eine längere Pause hatte, einfach mit dem Zug wieder arbeiten. Von daher Öl hier rüber, liefern wir ab. Waren dann halb voll, nehme ich an, hier rüber, können hier schon ein bisschen was abliefern. Bringen auch wieder Öl gleich hier mit rüber, fahren dann mit dem restlichen verarbeiteten Öl hierher, dann haben wir zweimal das abgeliefert, wie es verlangt ist, dann einmal verarbeitetes Öl mitnehmen, liefern das hier dann als Treibstoff an und dann hier rüber. Merken es, hier sind Fabriken im Weg. Ich weiß nicht, ob wir da einfach drüber bauen können, werden wir dann sehen. Ich weiß auch nicht, ob wir hier über den Hafen drüber bauen können. Ich glaube, sowas hatten wir schon mal ausprobiert und das geht. Wird interessanter. Aber, no risk, no fun, wir probieren das aus. Von daher, machen wir mal eine kleine Baufolge, würde ich sagen. Schauen wir mal, dass wir uns hier durchfräsen können. Mein Abreißer als allererstes mal. Die Straßen müssen wir dann später wieder hinlegen. Hier war ich schon mal dran mit irgendeinem Tool. Dann müssen wir uns hier durch den Berg fräsen. Wir hätten, habe ich gut vorbereitet, 3 Bahnsteige genau genommen. 3, die benutzen wir nur. 3 Gleise, die wir nutzen können. Mit mannigfältigen Bahnsteigen. 1 für Personen, 2 für Güter. Hätte ich jetzt so gesagt. Weil wir auch noch Werkzeug brauchen und hier oben die passende Werkzeugfabrik wäre, würde ich sagen, nehmen wir das ganz linke Gleis. Dafür, um Werkzeug hierher zu karren, das mittlere Kreis, Gleis, um von Coruscant nach Leipzig, nach Stuttgart zu kommen. Und das ganz rechts für unsere Lieferung. Aber wir können ja gleich schon mal alle 6 Gleise bis hier vorne hindurchziehen, bis es sich dann irgendwie aufsplittet. Wie machen wir denn das am dümmsten? Was sagt denn die Höhenkarte dazu? Höhenlinien, wir sind hier auf 40 Meter nur. Hier gehen wir schon ein Stück rauf, ja. Dass wir hier noch ein Stück rauf fahren. Und wir müssten dann hierher auf nur 13 Meter. Das ist viel weniger als erwartet. Und hier sind wir bei 27. Okay. Hier sind wir bei 18 Meter. Wir sind schon ein Stück runtergegangen. Von hier nach hier kommen wir locker durch. Wir müssen uns nur ein bisschen mehr als erwartet hier langschlängeln im Fluss.
Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Notfalls geht auch hier immer noch ein kleiner Tunnel mit oder was weiß ich. Oder Geländearbeiten. So, und von hier aus dann auch wieder hier langschlängeln. Und dann müsste man hier eine relativ scharfe Kurve ziehen. Am besten hier schon ein Stück rauf. Der Weg liegt bei 40 Metern ungefähr. Dass wir hier vielleicht schon ein Stück tiefer sind, hier rüber gehen. Vielleicht muss ich dann die Kreuzung auch nochmal abreißen. Auf alle Fälle bis hierhin müssen wir auf alle, denke ich mal, gemeinsam durch. Auf alle Fälle. So, dann. Noch ein Stück Weg abgerissen. Schauen wir mal, wie wir hier durchkommen. Ich habe auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich hoffe, man merkt das nicht allzu sehr. Aber dann könnt ihr euch umso mehr um mich... was wolltest du denn machen? Ach du. Muss ich festhalten oder wie? Jupp. Umso mehr könnt ihr euch über mich totlachen. Dann hat es zumindest einen Nutzen. Du wirst dann bei 36 Metern. Hier müssen wir hin auf 30. 31 genau genommen. Hier werden wir schon was dran setzen können. 34. Ich finde, das mit den 36 ist dann gar nicht so schlecht. Den Tunnel hauen wir definitiv als allererstes mal raus. Das wird natürlich hier ganz schön übel, aber das muss ich dann anpassen. Da muss ich durch. Das habe ich mir so ausgesucht. Wir wollten weniger Tunnel, also ziehen wir das gleich durch. Hier sind noch die 30 Meter. Ich sollte bei 30 Metern, denke ich, bleiben, so höhentechnisch. Behaupte ich jetzt einfach mal. Obwohl, wenn wir ein Stück tiefer wären, ist die Brücke nicht so ellenhoch. Andererseits kommen wir dann hier auch schlecht dran mit dem Bahnhof. Vielleicht das auch gerade ziehen? Hier rastet es ein, hier wäre es gerade. Hier sind wir immer noch bei 40 Metern. Hast du mir schon mal vorgestellt, da bin ich ganz ehrlich. Könnte man so lassen, dass wir hier dann vielleicht noch ein Stück gleich wieder abreißen. Früher rausgehen und im Prinzip hier schon mal anfangen mit der Kurve, dass wir auch hier gut rumkommen, hier rüber. Und weil wir hier schon mit der Kurve angefangen haben, gleich wieder im Prinzip wie eine S-Kurve rüberschlagen, hier ran. Wir müssen ja auch nicht so unendlich schnell fahren. Ich denke, die 120 reichen hier locker. Von daher, wenn wir den Bahnhof auch noch ein Stückchen hier zurücksetzen, wird das schon klappen. Möchte ich das dann bei 40 Metern lassen? Eigentlich können wir auch noch für die anderen, für den nächsten Bahnhof hier drüben auch noch ein Stück runter, weil hier das Werkzeug liegt bei immer noch 38 Meter. Ja, genug weg. Auch da ist Leipzig. Der Bahnhof hier liegt halt bei 13 Meter oder bis 14. Das ist wenig. Wenn wir also gleich noch ein Stück weiter runter gehen würden, wäre das gar nicht so verkehrt. Denke ich. Machen wir. Ich würde sagen, ja. Wenn hier die Kurve rumkriegen soll. Also eigentlich war geplant zwischen Coruscant. Hier steht es Leipzig. Und Stuttgart. Eine Hochgeschwindigkeitslinie einzurichten. Aber mit so einer immensen... Also die Routen sind nicht enorm lang. Und wenn wir hier so eine immense Kurve drin haben, das wird hart. Na gut, aber ich schwatze hier und mache wenig. Ziehen wir erstmal die Strecken. Das habe ich nicht vermisst. Zumindest die Güterlinie, die dann lang fährt, die hat eine ganze Weile lang Freibahn.
Ich bin mir nicht so sicher, ob es so clever war, da jetzt wirklich hochzugehen, aber der Hügel zieht sich ja noch ein Stück weiter. Und hier dann geht es irgendwann runter. Daher das Stückchen hier war unvermeidbar und die Felswand, die war mir schon klar. Ich habe noch überlegt, ob man die Felswand nicht wegbekommen könnte, aber notfalls Gelände bearbeiten. Wir haben mittlerweile Oberleitung. Hast du mir jetzt hier überall Oberleitungen rangehauen? Das finde ich nicht gut. Also, schön, dass wir Oberleitungen haben, aber würdest du bitte vorher fragen, ob du das machen sollst und nicht einfach beschließen, jo. So. Ich habe letztens viel, das hat man vermutlich gesehen, Cities gespielt. City Skylines. Da funktioniert das ein Stück anders, die Steuerung. Nee, das Gras muss hier noch dazwischen weg und die Bäume haben wir auch gleich mal weg. Das ist ja nicht schön. Muss auch nicht lassen. Ingenieure lachen uns aus. Vielleicht noch den einen oder anderen Stein, der so sehr reinhängt. Wir haben hier auch eine gewisse Pflicht als Bergschutzbeauftragte. Bergschutzbeauftragte, als Bergsicherungsbeauftragte, irgendwas. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Die Leute, die dafür sorgen, dass mir kein Stein auf den Kopf fällt, wenn ich wandern gehe. Oder mit dem Auto durch die Berge fahre oder dergleichen. Die haben einen gewissen Namen und genau solche. Genau solche Pflichten haben wir natürlich auch. Das ist eine ganz schöne Felswand. Das ist echt hart. Aber sobald du dann hier über einen gewissen Punkt kommst, kannst du schon bis Frankfurt schauen. Und dann wird das Ding hier auch immer kleiner. Und da drüben siehst du auch schon ein Bär. Hier gibt es nichts zu sehen, heißt der Bär. Du hast nichts gesehen, heißt der andere Bär. Ist hier immer mehr. Mit ein bisschen Geländebearbeitung noch kriegen wir das hübsch hin. Gut, also bis hier ist es. Wann sind wir gekommen? Dann würde ich als nächstes erstmal die Bahnhöfe aufstellen, bevor ich irgendwas mache. Ich dachte, Schlucht wird am schwierigsten. Gebäude. Hier brauchen wir einen Bahnhof. Hier möchte ich, glaube ich, auch keinen Endbahnhof haben. Und weil wir hier zweimal anliefern müssen, würde ich sagen, zwei Gleise. 320 Meter. Oberleitung bitte aus. Du sollst vorher gefälligst fragen. Hier funktioniert das mit M&M. Vielleicht kann ich mir da auch Shortcuts einrichten. In Cities, das würde mir sehr gut gefallen, wenn das da auch mit M&M gehen würde. So, kann ich das so hinpacken? Ich weiß halt nicht, wie stark geschwungen diese S-Kurve sein muss, damit die sich nicht beschweren. Na gut, das werde ich dann sehen. Wir würden halt erstmal ein Stückchen weiter dahinter stehen, aber ich denke, hier wäre es zum Beispiel übertrieben, wenn ich hier noch einen Bahnhof reinhaue. Es kommt mir auch ein bisschen sehr nahe der Stadt, die wird hier ja auch noch wachsen. Ich glaube, wenn wir das bis hier hinpacken, ist das schon völlig in Ordnung. Notfalls, ich kann ja jederzeit wieder abreißen. Das muss erstmal nur funktionieren. Hübsch muss es ja noch gar nicht sein, weil ich das schon bevorzugen würde. So, und hier brauchen wir das auch wieder zweimal. Wir liefern das Öl an. Zweimal. Einmal müssen wir hier Öl hinliefern.
und einmal Treibstoff rüber. Wird schon passen. So, wenn ich das hier so dran klappe, sagt er mir Kollision, anstatt das da einfach ein Stück höher zu legen. Das war nicht die richtige Taste. Bin noch bei Cities Steuerung drin. Was war denn die richtige Taste? Stehe ich völlig auf dem Schlauch. Schlechte Vorbereitung. Denn ich habe nicht damit gerechnet, dass wir direkt wieder so gefordert werden. Zeige. M und N. O und P wird es nicht gewesen sein. Das wüsste ich. Schlauch. Ich glaube, das sollte ich dann rausschneiden. Ich hoffe, ich denke dran. Steht es aber auch nirgends. Man konnte die doch höher legen, oder nicht? Ich glaube, es war Punkt und Komma. Also steht nirgends, aber ich glaube jetzt, mich erinnern zu können, es war Punkt und Komma. Jo. Kriegen beide damit, wenn ich die hier direkt dran haue, als Kopfbahnhof. Das finde ich nicht verkehrt. Die Richtung müsste vielleicht noch ein Stück geändert werden. Hattet ihr davon so ungefähr? Probieren wir es. Lass mich nicht näher ranzoomen, weil die Maus natürlich immer in der Mitte ist, sein muss. Zwei Millionen, also wir können es uns ja locker leisten. Achso, da war das Autosave, deswegen hat er nichts gemacht. Das ist wieder, ich finde es großartig, dass es Autosave gibt, aber auch bei Cities Skylines. Du hast das Autosave und er macht plötzlich nichts mehr. Und dann wunderst du dich jedes Mal, hä, was geht denn hier ab? Ich habe doch eben geklickt, warum machst du nichts? Und dann ist es das Autosave. Du bist angeschlossen. Du bist angeschlossen. Hübsch mache ich es danach noch. Kann ich auch, glaube ich, draußen alleine machen. Leise, wenn ich das einfach... So, hier ist noch das Upgrade-Tool dran. Wenn ich es einfach hier so dran halten würde. Sagst du mir, kein Problem. Aber die Straße stört und die Brücken schauen auch ein bisschen doof aus. Und dann sage ich dir, jo, kein Ding, kriegen wir hin. Wie viele Gleise brauche ich denn dann hier? Wir kommen hier mit einem Gleis her, liefern Öl ab, fahren dann vermutlich leer hier rüber, ein Gleis, fahren zurück mit Öl, zweites Gleis, liefern das Öl hier ab, holen das verarbeitete Öl, liefern das wieder her und dann geht es noch einmal hier rum. Eigentlich drei Gleise. Einmal anliefern. Dann hier weg. Das heißt, eine Weiche brauchen wir hier schon mal. Dann kommen wir hier irgendwann wieder. Gehen hier in das andere Gleis rein. Noch meine Weiche. Also eine links, eine rechts. Und dann hier rüber. Okay, vier Gleise. Das klingt machbar. Aber, wie eben schon festgestellt, ist vielleicht einfacher, wenn ich ein Stück der Straße wegnehme. Hier direkt anschließen. Beschwerden, sehr gut. Wünsche ich mir das. Hier hätte ich gerne einen Hügel reingezogen. Hier genauso. Auch, da zahle ich auch gerne ein bisschen mehr. Das ist nicht das Problem. Dafür schaut es dann hoffentlich schöner aus. So,
kloppe ich einfach mal hier dran. Eins, zwei, fünf, sechs. Kriegen wir hier eine 120er Kurve rein. Kriegen wir, aber die wird ellenlang. Finde ich aber, glaube ich, in Ordnung. Hier sollte es ja deutlich einfacher sein. Dann stehen wir uns hier nicht in der Mitte rum. Ich könnte es jetzt auch versuchen, hier rauszuziehen. Kommen wir dann aber vermutlich, wo die werden relativ schnell, schätze ich mal, hier rüber gehen. Dass die hier schnellstmöglich von uns aus gesehen jetzt eine Rechtskurve ziehen. Wir könnten es auch in der Mitte versuchen. Ich denke, das Stück geht schon klar. Es ist zwar etwas langgezogen für eine Weiche, aber passt schon. Mal denken. Hier reinfahren. Hier dann rausfahren mit einer Weiche. Das heißt, dieses Gleis. Ich habe hier, glaube ich, gerade Mist. Ich kann es ja schnell wieder hinbauen. Wir haben es ja eben gesehen, das geht schon. Dieses Gleis muss eigentlich hier ran. Wenn wir hier ankommen, mit der Weiche dann hier rein in das Gleis, einmal hier rüberfahren und da sehe ich schon, glaube ich, einen Denkfehler. Wir kommen hier mit dem linken Gleis an, fahren hier rein, sind dann hier im Prinzip jetzt auch auf dem linken Gleis. Müssten aber auf das rechte, vom rechten aus geht es dann hier rüber und dann nochmal hier zurückfahren. Also die müssten wir einmal über Kreuz dann noch. Das gefällt mir nicht. Über Kreuz bedeutet wieder, wir bauen so eine schöne Diamantkreuzung. Die hat mich aber zu viel Zeit gekostet. Das möchte ich mir versuchen. So ein kleines Stück, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Also ja, nur dann muss ich bremsen und bremsen ist doof. Ja, wie machen wir denn das denn? Also, wenn wir hier jetzt links sind, müssen wir ja auf das rechte Gleis rüber eigentlich. Oder wir kommen mit denen hier schon etwas höher an. Wobei hier rausziehen und dann hier nochmal einen Schlenker drum und hier rein. Das scheint mir auch recht kompliziert. Andere Idee. Wir nehmen hier ein Gleis, gehen hier schon mal ein ganzes Stück runter, ziehen das hier unten durch und mit dem rechten Gleis an und haben immer noch nichts gewonnen. Okay. Neue Überlegung. Das linke Gleis hier ist auf alle Fälle für den Treibstoff gedacht und das muss hier rüber. Das heißt, wir müssten mit dem rechten Gleis hier aufs linke irgendwie ankommen. Das heißt, wir haben immer einmal über Kreuz drin. Egal wie ich es drehe und wende. Damit wir im Prinzip hier das schön anschließen können. Ansonsten wäre halt wirklich nur noch die eine Möglichkeit hier. Wie hoch sind wir? 30 Meter. Ich möchte eigentlich nicht noch höher. Eher tiefer. Ich möchte hier aber auch kein Tunnel oder sowas einbauen. Andererseits, vielleicht geht das ja trotzdem, dass ich sage, hier rausschlenkern und dann hier, weil wir hier schon ein Stück höher gebaut haben. Wird es ein kleiner Tunnel? Oder wir reißen dann hier noch mal ein Stück draußen ab. Ich sag dem, der soll das Ganze Freiluft machen. Und dann ziehen wir hier eine Brücke drüber. Das finde ich schön. Dass wir hier einen Schlenker rausziehen. Also eine Weiche. Ein Gleis raus. Dieses Gleis geht dann hier drunter durch und kommt dann hier oben raus. Und dann sparen wir das uns im Prinzip. Das heißt, wir können hier an mit dem linken Gleis. Ziehen hier rein aufs linke Gleis, fahren das linke Gleis dann zurück, müssten hier dann aber ein... Achso, hier müsste dann noch ein Gleis dazwischen rein. Also diesen Anschluss, den wir hier gerade eigentlich haben, der müsste dann hier von der Weiche kommen. Der andere müsste dann hier nochmal links extra lang gehen, okay. Auf alle Fälle, wir kommen dann hier rein,
ziehen dann hier raus aufs rechte Gleis. Das rechte geht hierher. Ziehen dann hier einmal drunter durch und hier wieder rein. Das kann ja was werden. Okay, also. Wir stellen fest, der Anschluss hier ist eigentlich nicht so schön, sondern es wäre schöner, wenn wir hier eine Weiche rausziehen. 2, 3, 6. Ja, da bin ich pingelig. Bin manchmal pingelig, habe ich mir sagen lassen. Das macht meinen Charme aus. Am Ende schaut es ja dann gut aus. Und solange es bei den Mitfahrten dann schön ist, so dass man immer wieder Motivation gewinnt, immer wieder sich freut, ist es vollkommen in Ordnung. Es hat ja ein schönes Spiel. Oh, Lobster dran. Dann. Du bist noch bei vollen 120, das trifft sehr gut. Fehler gemacht. Hier links rein, auf dem linken Gleis hier zurück, hier rein. Das heißt, das Gleis musste eigentlich woanders angeschlossen werden. Habe ich gerade vorhin Mist gebaut? Ich glaube schon. Jo, habe ich. Okay. Zurück, weil nicht richtig aufgepasst. Aber das fällt unter Selbstschuld. Da muss ich durch. Dieses Gleis hier muss als allererstes mal hier links angeschlossen werden. Nicht besser. Ich glaube, ich sollte heute aufhören, irgendwie was Sinnvolles zu versuchen. Oder ist es ein Hobby? So, die Sinnhaftigkeit sei dahingestellt, aber irgendwie noch versuchen, was Gescheites auf die Reihe zu kriegen, ist, glaube ich, eher schwierig. So, dann. Dieses Gleis muss jetzt hier oben mit einer Weiche dann angeschlossen werden. Ah, hin und her. So ist das beim Bauen. 1, 2, 6. Er beschwert sich nicht. Doch, er beschwert sich wieder. Ihr seht, das Nachzählen mache ich nicht ohne Grund. Er macht manchmal komische Sachen. 1, 2, 5, 6. Mit 6 klappt es irgendwie, mit 5 manchmal nicht. Oder schon die 180, die ich nicht gesehen habe. Ich hätte hier gerne die vollen 120. Auch wenn wir da gerade aus dem Bahnhof rausfahren. Ich finde, das ist auch eine gute Richtlinie, damit die Weichen schön aussehen, dass sie nicht so kleine Mini-Weichen sind. Ich sehe das bei manchen Leuten auf YouTube, denen ich auch an sich gerne zuschaue, aber manchmal, die bauen da Dinge hin oder auch Brücken komplett ohne Pfeiler, Steine nach oben schießende Straßen, Gleise, sonstige Sachen, das schaut mitunter richtig doof aus. Für mich persönlich. Kann natürlich jeder so machen, wie er lustig ist. Und sind ja auch trotzdem nette Leute, sonst würde ich sie ja nicht schauen, die schöne Sachen auf die Beine stellen. Aber hin und wieder darf es dann einfach etwas anderes gerne sein. So, ein bisschen hübscher, wenn man es selber macht, finde ich. Da habe ich dann so zumindest einen anderen Anspruch. Ich finde das nicht so schön, was da gemacht wird. So, wir müssten ja hier dann auch mit der Weiche rein, denke ich. 1, 2. Oh. Dann erst Nummer 3 hier anschließen. Haben wir im Prinzip unsere Eierfleischstrecke. Sehr gut. Dann hier drüben. Ich weiß nicht, wie stark wir das packen. Also du bleibst auf alle Fälle maximal so. Dann ich gerne hier
120er Anschlag. Vielleicht. Aber auch. Und ich sehe schon, hier haut er wieder was Komisches rein. Wir müssen erstmal ein kleines Stück eben bleiben, damit er nicht irgendwas macht. Und das kann im Prinzip auch ein Stück sein, was ziemlich kurz ist. Nicht da dran hauen. Hauptsache, er lässt das im Prinzip bei der Weiche auf derselben Höhe und macht da nicht irgendwas, was, wo ich mir im Nachhinein denke, ah, das muss man definitiv nochmal machen. Das schaut einfach nur bescheuert aus. So, mit dir jetzt runter. Ich glaube, ich komme gar nicht so schnell. Kann das sein? Höhen und, ah doch, das müsste doch reichen für eine Brücke drüber. Hoffe ich. Nee, hier noch nicht. Hier definitiv noch nicht. In die Straße an den Weg. Aber das können wir lösen. Wenn er jemanden, der hat Baumaschinen. Der ist gewillt, sie zu nutzen. Aber du bleibst schön. Ich das aber noch viel weiter hier lang ziehe, verpasse ich vielleicht irgendwann meinen Schwenker hier rüber. Ich möchte hier auch keinen Tunnel in den Berg reinziehen. Vielleicht noch weiter ziehen. Hier würde ich schon selber anfangen mit dem Tunnel. So. Wie schlimm, oder? Du gehst hier auch runter. Wie wäre es denn, wenn wir euch dann hier gleich mal rausziehen? Warte mal, ihr müsst hochgehen, okay, das verstehe ich schon. Aber dass wir hier noch ein Stück gerade gehen? Schade, dass ich die nicht einfach mit einem Movement-Mod, ich vermisse ihn so sehr, hier raufziehen kann. Hierhin probieren. Was ist denn noch ein Höhenunterschied? Können wir das nachzählen? 2, 3, 4, 6 Meter. 6 Meter für eine Brücke ist ein bisschen knapp. Aber es könnte hinhauen. Wenn wir das hier wirklich erstmal noch eine Weile lang gerade auslaufen lassen. Auf geht's, wir probieren's. Wie schaut's aus mit der Geschwindigkeit? Alles noch in Ordnung? Ja gut. Hier werde ich dann arbeiten müssen. Ist noch ein Stück runter. Lässt das Ganze Freiluft. Und an sich würde es ja schon... Ne, das Stück reicht noch nicht. Wir brauchen noch ein Stück mehr.
Vielleicht so. Das Ganze gestalten, dass es hier weiter abgeht. Und dann probieren, ob wir das nicht hier rüber bekommen. Wer macht's? Eckart noch nicht mal wegen den Brückenpfeilern. Dabei ist der Brückenpfeiler richtig furchtbar. Der das einfach so macht. Vielleicht auch nicht mehr ganz so tief runtergehen. Probier das mal. Gegebenenfalls können wir es ja dann immer noch ein Stück weit ändern. Wir haben auch, glaube ich, noch keine neuen Brückentypen. Nein. Da sagt er mir Kollision. Das ist nicht gut. Wir haben ja jetzt Oberleitung. Müsste es nicht auch irgendwo eine Stahlbrücke geben? Nehmen wir das Ding in der Mitte zuerst. Oh, wir haben Stahl. Und da sagt mir schön 120. Ist da was? Dann ziehen wir Stahl rein. Unsere erste Stahlbrücke. Weiter, Conny. Ist halt auch ein wenig schwer im Griff. Warum, liebes Spiel? Warum ist es jedes Mal... Wir haben schon Stahlbrücken. Ich freue mich sehr drüber. Und trotzdem ist es immer wieder so ein Krampf, dass du das partout nicht machen möchtest. Brückenpfeiler-Kollision. Da. Warum auch nicht? Wenn ich dich jetzt hierher ziehe. Brückenpfeiler-Kollision. Macht ich auch. Hier. Jedes Mal, wenn der Kampf Brückenpfeiler-Kollision da, weiß ich, was ich... Ah, das war nicht gut. Jetzt sieht das nicht besser. Dann weiß ich genau, was ich definitiv an City Skylines liebe. Weil City Skylines hat sowas auch sehr gut drauf. Ich bin da sehr froh über den Movement-Mod. Die Brücke wird immer länger, so war das nicht gedacht. Wäre es denn, wenn ich das von hier hinten schon mal starte? Achso, Autosave. Ja, Spiel, mach nichts. Na gut. Wenn ich das von hier hinten schon mal starte und dann die Brücken drüber ziehe. Stahl, bitte. Spiel. Das finden wir nicht richtig. Ich dachte, die Höhe wird ein Problem, aber ich sehe schon, das eigentliche Problem bist du. Andere Idee. Bin vielleicht ein bisschen schwer vom Griff, aber... Recht. Bewegungsdruck, Glättung, Anhebung, Absenkung. Irgendwo hier gehen die ja drüber. Ich den einfach hier Wege reinbauen oder Schwierigkeiten reinbauen, genau genommen. Dass die einfach mal mit ihren Brückenpfeilern das Ganze irgendwo anders machen und nicht direkt auf den Schienen. Hm. Das kann doch nicht so schwer sein, die Schienen in Ruhe zu lassen.
Es ist rein physikalisch möglich. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass man da keinen Fehler bauen muss. Okay, also hier haben wir schon mal Pfeiler. Hier passt das an. Dass das jetzt hier in der Mitte machen muss, ist vermutlich der Spannweite geschuldet. Der Haken ist nur bei der Spannweite. Okay, hier ist nicht die höchste, größte Spannweite. Irgendwo hatten wir eine Brücke, die ellenlang einfach ziehen konnte. Und der hat sich nicht ein einziges Mal beschwert. Hier war's. Keinerlei Beschwerden. Und hier... Ich nehme an, das könnte vielleicht ein Bug sein oder irgendwas, aber hier sagt er mir, das geht nicht, weil ich mag dich nicht. Ich glaube, der Winkel ist zu spitz, wo sich die schneiden. Und das resultiert daran... dass die Spannweite hier zu groß ist und er dann immer wieder versucht, einen Pfeiler reinzuziehen. Weil, keine Ahnung, weil man zu doof ist, Pfeiler richtig zu setzen. Weil der Herr in Mechanik 1 geschlafen hat, also nicht die Programmierer, die Programmierer haben das bestimmt gut gemeint, aber der Ingenieur, der Algorithmus hier hinter, der das macht, weil er nie Mechanik 1 besucht hat, sondern einfach nur einen Faustwert nimmt, alle 5 Meter muss ich einen Pfeiler setzen. Aber wisst ihr was? Meine Idee ist jetzt... Wir sind ja hier ein Stück rausgegangen. Ich werde das jetzt noch weiter rausziehen. Und dann hier erst den Bogen beginnen, dass der Winkel einfach nicht so spitz ist. Ich werde euch kurz dafür pausieren und... Also, Video kurz pausieren und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn hoffentlich die Lösung hier steht. So... Ich hoffe, ich war nicht allzu unleidlich eben. Das sind einfach so Momente, wo du genau weißt, es funktioniert. Nur aus irgendeinem Grund mag das Spiel gerade nicht. Aber ich habe es gezwungen, seinen Arm zu machen. Ist halt nicht komplett dran. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist, fällt mir jetzt erst auf, aber okay. So genau schaut da vermutlich keiner hin. Ich finde es recht ansehnlich geworden. Jetzt muss natürlich noch ein bisschen Feinschliff rein und allen drum und dran, so weit klar. Aber passt schon. Trick war dann wirklich einfach, also die Brückenpfeiler-Kollision, ich weiß nicht, ich kann mir nur vorstellen, dass da einfach ein Richtwert eingegeben wurde. Da ist nichts, keine wirkliche Berechnung dahinter. Das ist einfach, setz alle 5 Meter einen Brückenpfeiler und wenn das nicht geht, beschwer dich. Das war nur nicht der eigentliche Fehler. Hab ich den Eindruck nicht. Ich glaube, sowas ist auch gar nicht so einfach, dann wirklich zu programmieren. Richtige Fehlerausgaben. Weil im Normalfall sollte genau sowas nicht passieren. Nur gerade in dem Fall bei Brückenpfeilerkollision sowas allgegenwärtig ist. Es passiert ständig, dass das Ding sagt, Brückenpfeilerkollision. Und dabei funktioniert das unter Garantie. Es will nur einfach nicht. Keine Ahnung. Also finde ich nicht schön. Aber es funktioniert jetzt so. Wenn ich dich hier nochmal rausnehme. Ich hoffe, ich mache es jetzt nicht komplett kaputt. Das hätte ich vielleicht vorher schon mal machen sollen. Ah, das ist vielleicht ein bisschen arg krass. Aber dich hier schon mal aufsteigen lassen. Oh, wir können sogar noch weitergehen, denke ich. Krass, kann ich das denn machen? Nur mal so rein Interesse halber. Das würde mir durchaus so reichen. Habe ich die Brückenpfeiler natürlich jetzt wieder... Okay, die kann ich gleich nochmal reinziehen. Dann passt das schon. So. Warte mal, erstmal. Gelände schön angleichen, dass sich dann auch keiner beschwert. Brücken noch mal kurz rausnehmen. Aber
hier das nochmal anpassen, nicht, dass er sich dann beschwert. Oder genau, und ich werde mich höchstwahrscheinlich beschweren. Das Spiel wird sich nicht beschweren, es sei denn, es ist schon wieder irgendwo ein Brückenpfeiler. Ein Stück höher. Kollision. Okay. Also ihr wisst, es geht genau. Ich habe es euch eben gezeigt. Alles, was ich geändert habe, war nochmal ein Stück das Gelände angepasst, damit es nicht ganz so furchtbar ausschaut. So. Aber auch, jetzt, auch dieses Mal haben wir die Maschinen dazu gezwungen, sich unserem Willen zu beugen. Mit ein, zwei gemeinen Worten war das durchaus möglich. Und das schaut doch schon mal gar nicht so verkehrt aus, finde ich. Super schönes Spiel, spiele ich immer wieder gerne. Brückenpfeiler-Kollision sind ähnlich. Das sind so meine abschließenden Worte dafür. Beschäftigen wir uns mit schöneren Sachen. So, da ein bisschen Land reinziehen, da ein bisschen Land reinziehen. Hätten. Jetzt habe ich mich an der Brücke bestimmt 20 Minuten. Keine Ahnung. Aufgeregt. Und das war es bestimmt nicht. Also mir war es das definitiv wert, damit es dann schön ausschaut. Aber das war bestimmt nicht für die Folge gedacht. Das hätte ich früher merken sollen. Aber das lerne ich wieder. So, wie wäre es denn, wenn wir uns bereits hier ausklinken? Hier dann direkt rüberziehen hier lang. Oder erst hier. Auf alle Fälle schauen wir uns mal die Höhen an. Nee. Mein Fehler. Hier könnten wir an sich schon mit der Kurve anfangen, finde ich. Hier ist so der letzte Ausläufer. Nehme ich nochmal alles hier weg. Wie gut oder wie schlimm wird das denn? So rein geschwindigkeitstechnisch. Ah, das ist schon... Das ist schon böse. Also muss ich noch mehr wegnehmen. Hier können wir uns im Prinzip auch hier vorne noch ein Stück weiter aufsplitten. Also mindestens 160 sollten die ja wohl hier schaffen. Also wenn wir es dann aufrüsten... Weiß ich, wann die kommen? Ich glaube 1925 oder sowas, die Hochgeschwindigkeitsgleise, oder? Hier später vielleicht, keine Ahnung. Ging mir nochmal ein 5 der drauf, glaube ich. Das wäre dann bei mir hier 120 einstelle mit den normalen Gleisen, wenn es mindestens 144. Und so sind es jetzt im Moment halt nur 114. Das ist nicht gut. Ich glaube, muss ich sogar noch mehr wegnehmen. Da sagt er 100. Da wären es 114 an der Stelle. Das heißt, wenn ich das bis hier hinziehe, ist es halt für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Anfahren. Ordentlich beschleunigen. Also 200 schaffen wir hier bestimmt. Und mein Plan war eigentlich, hier einen TGV drauf fahren zu lassen und dann hier gleich wieder voll in die Eisen. 160, nochmal ein Stück anziehen, hier in den Bahnhof rein. Das ist schon hart. Kann der Sinn dann wenigstens hier das ein Stück weiter ausfahren? Also je nachdem, wie gut ich hier diese Kurve reinbekomme. Das wird vermutlich eine S-Kurve. Je nachdem klappt das schon. Ja gut, dann muss ich hier mit den 160 leben, würde ich sagen. Du bist auf 29 Höhenmeter. Das würde ich glatt so lassen, aber ich hätte das ganz gerne als Freiluftvariante. Passe ich dann hier wieder an. Wenn ich hier das in 30 Meter runterziehen lasse, wird das schon passen, nehme ich an. Ich überlege noch, ob nicht auch eine andere Variante besser wäre. Aber komm. Das geht dann hier halt. Also geht auch nochmal
Gut, dann bremst da durch das Stück bergauf, fahren vielleicht auch gleich nochmal mit. Und dann hier im Prinzip lang, wenn möglichst nah am See und dann hier rein. Wird schon passen. Ich sehe schon, ich werde dann mit einem weinenden Auge da sitzen und mir wünschen, wir könnten etwas schneller um die Kurven fahren. Achso, Autosave. Deswegen geht wieder nichts. Es ist nicht so, dass das Spiel nichts machen würde. Es speichert einfach. Ich weiß, es steht auch da oben, aber... Oh, es macht dann einfach nichts. Nichts tun ist immer doof. Wer hatten wir denn das letztens geschildert? Irgendwie aus einem Lehrstück war das. Also mit dem ich mal am Lehrstück gearbeitet habe, was? Wer es war, ist egal. Ich würde das jetzt einfach hier nicht im Stream erwähnen. Das könnte ihm vielleicht nicht recht sein. Auf alle Fälle, der arbeitet mittlerweile bei einem größeren Konzern und musste etwas programmieren. Und das hat halt einfach 20 Minuten nichts gemacht. Und also die ganzen Daten, die von dem Server waren, erstmal runtergeladen, verarbeitet und dann dargestellt. Im Prinzip direkt eine Auswertung, ohne dass du irgendwas machen sollte. Und da haben sich alle Leute beschwert, plötzlich macht das Ding nichts mehr. Ich weiß nicht, ob es noch funktioniert. Und dergleichen geht mir genauso zugegebenermaßen. Und dann hat er einfach noch eine Animation eingefügt, die da läuft und dann drum dran. Es läuft jetzt 5 Minuten länger, macht genau dasselbe, aber die Leute sind glücklich. Mir würde es zum Beispiel schon helfen, wenn das Autosave nicht da oben steht, sondern direkt in der Mitte. Dass ich es vielleicht sofort sehen würde. Andererseits ist das vielleicht auch Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Das Spiel funktioniert ja auch so sehr gut. Schauen wir lieber, dass ich hier was mache. Also das geht so, glaube ich, nicht. Ich glaube, da lehne ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass das vielleicht eine doofe Idee war. Brückenpfeiler-Kollision. Ja, okay, das sehe ich in dem Fall sogar ein. Hier haben wir keine Brückenpfeiler-Kollision, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann hier die Schiffe nicht mehr richtig dran kriegen. Schaffen wir das, das so lang zu ziehen? Wir gehen ja hier ein ganzes Stück runter, oder? Ist das nicht? Ich glaube schon. Dass wir das bis hierher ziehen? Oder hier einfach noch ein Stück gerade? Na, muss ich ja doch wieder gerade. Ich hätte den hier vielleicht noch eher oder später durchfahren lassen sollen. Vielleicht doch einfach einen Tunnel. Okay, ich habe das nicht bedacht, dass die Brückenpfeiler hier dann so stehen, dass da vielleicht niemand mehr drankommt. Es würde so zwar funktionieren, aber B- und Entladen, das geht nicht. Ich habe irgendwie mehr Hoffnung in die Stahlbrücken gesetzt. Gut. Also, liebes Spiel, mach damit. Gerne weiter runterfahren lassen. Ich hatte es eben noch da, ich hätte es nicht so weit abreißen dürfen. Vielleicht einfach mal ausprobieren. Das habe ich, glaube ich, öfter. Ach nein, du sollst schon das Gleis da nehmen. So. Dass ich schneller wäre, wenn ich es einfach mal ausprobieren würde und dass dann vielleicht auch ein paar bessere Ergebnisse rauskommen. Okay. Hier brauchen wir noch ein Stück. Hier wären es dann auch nur noch 114 km/h. Das finde ich nicht gut. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt erreichen werden. Und ich kann notfalls dann auch eine kleine Geschwindigkeitseinbuße durchaus auf mich nehmen. Wenn es dann gut ausschaut. Da würde ich Kompromisse machen. Jetzt nicht in den Knick rein. Das ist, wir hier am tiefsten Punkt sind und hier nochmal hochgehen. Mover-Tool, Glättungstool. Neigung der Objekte anpassen oder sowas. Großartige Funktion.
Geht das? Oder sagt das Spiel dann nö ohne mich? So wurde es auch mit den 120 hinhauen. Es beschwert sich zumindest keiner. Kann ich das noch weiterziehen? Kann ich den Spaß noch weitertreiben? Warte mal, wir sind mal bei wie viel Metern? 38. 24. Ich hätte ja auch noch tiefer gehen können. Das ist jetzt vielleicht Haarspalterei oder dergleichen, aber wenn es nur so eine einfache Sache ist, die sich so dermaßen schnell korrigieren lässt, wenn man es sofort macht, warum nicht nutzen? Damit es dann schön ausschaut und auch eine schöne Mitfahrt ergibt? So die Idee. 101. Boah, das finde ich nicht gut. Wir kommen so drumherum. Wenn ich... Eben hast du ja auch schon mehr oder weniger gut geklappt. Auch hier gleich mal wieder Brücke einstellen. Achso, dann hätte ich hier vielleicht auch gleich hochgehen können. Wir lassen das, damit wir nicht allzu weit über dem See drüber sind. Und hier gehen wir halt runter. Wie schaut das hier aus? Habe ich in Ordnung? So, also im Prinzip bis hier ran. Und dann nochmal hier rüber ziehen. Es ist besser geworden. Dann sind wir jetzt an der langsamsten Stelle bei 109. wäre nicht so verkehrt. Vielleicht können wir da aber noch mehr rauskriegen. Ich glaube, ich bin nah dran. Ich glaube, ich sollte das Video vielleicht nochmal pausieren. Wie löse ich das Ganze? Ihr seht mich gleich wieder. Oh. Es steht. Und ich weiß nicht wie. Ich habe es Ewigkeiten rumprobiert, es wollte nicht so wirklich, wie ich mir das vorgestellt habe, wegen den Brückenpfeilern, mal wieder. Das größte Problem war dieser Brückenpfeil hier. Also wenn ich den hier hinkriege, dachte ich mir, alles gelaufen, dann haben wir kein Problem mehr. Und wir sind jetzt hier überall auf 120, nicht, dass das notwendig gewesen wäre. Mein Plan war jetzt eigentlich, dass ich aufgebe, auf den Brücken 110 erlaube. Das ist mehr als genug für den Güterverkehr, nur ist es dann halt nicht ganz perfekt. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Hauptsache, es schaut gut aus. Und einfach abgebrochen, alles, was ich bis dahin so hatte, weg, nochmal rangezogen und tada, 120. Keine Ahnung, was, wer, wie, wo, sonst irgendwas, aber okay. Einziger Haken, die Schiffe fahren jetzt genau durch die Brückenpfeiler. Bin schon überlegen, obwohl, das könnte man mal gemeinsam ausprobieren. Den da nicht verlieren, auf gar keinen Fall. Wenn der hier halt noch ein Stückchen weiter hier drüben wäre, wäre es cool. Ich lasse das mal. Dann fahren die jetzt hier halt durch den Brückenpfeiler. Dagegen kann ich nun nichts mehr machen. Aber die Brücke steht und ich glaube, es reicht jetzt. Wenn ihr noch eine bessere Idee habt, immer raus damit. Ansonsten, ich habe, glaube ich, genug rumgespielt. Wir ziehen jetzt hier ein... eine weitere Weiche rein. Und mit der gehen wir dann hier rüber, und zwar auf einer separaten Brücke. Das ist schon die nächste Steilbrücke. Ganz toll.
Wir haben jetzt Stahlbrücken. Das macht, also wir brauchen es vermutlich noch nicht überall, aber das macht einiges sicherlich hübscher. Und ich finde gerade hier, bei dem 4 Industriekram, da bietet es sich einfach an. Aber die Folge geht schon sehr, sehr lang. Das war so nicht angedacht. Ihr besperrt euch nicht. Sehr gut. Dann. Noch eine Sache. Die 4 Gleise hier haben wir gezogen mit 120. Wenn ich dasselbe versucht habe, hier nochmal mit den beiden Äußerungen zu machen, hat er hier mal bei dem 5. Gleis, bei dem 6. nicht. Nur bei dem 5. genau hier eine 118 reingehauen. Warum auch immer. Es gibt keinen Grund dafür, selbe Krümmung, allen drum und dran. Das Spiel denkt sich, nope, ohne mich. Oh. Das hätte ich mir anders gewünscht. Das ist nicht... Können wir die beiden Gleise hier vielleicht noch langlaufen lassen? Also, 120 kriegen wir dann hier scheinbar so oder so nicht. Habe ich mir aber auch ehrlich gesagt fast schon gedacht, vielleicht nehme ich dann hier die 120 noch raus, mache gleich eine 100 hin, weil hier fahren wir so oder so in den Bahnhof rein. Wenn wir da nicht mit Arajo reindüsen, ist das glaube ich nicht so schlimm. Mach das gleich mal. Weil da gibt es auch, glaube ich, keinen anderen Weg drumherum. Hier müssen wir ein Stück langsamer werden. Oder wir ziehen den Bahnhof noch weiter hinten. Aber dann kommen wir immer mehr in Frankfurt rein. Ich glaube, das spare ich mir an der Stelle. Ich ziehe hier einfach die 100 rein. Kompromisse haben wir gelernt, sind nicht so verkehrt. Vielleicht nicht mal das, was ich gerne hätte, aber... Ist schon... Bietet mir hier gerade die 110 an. Die 110 mitnehmen. Gesagt, eben 100. Mit 100 fühle ich mich auch sicherer. Aber ich hoffe, ich bereue das nicht. Ich reiße es hier nochmal ab. Packe dann hier 112. Spiel! Mach mich nicht schwach. 120, okay. Wir das bis hierher, versuchen das dann hier direkt anzuschließen. Bauen auch wieder eine von den hübschen Stahlbrücken hin. Dann sind es hier plötzlich nur noch 99. Ich hätte gleich auf 101 gehen sollen. Und 99 sind auch okay. Und 100 war vielleicht sogar noch ein bisschen okay. Aber es schaut hier nicht mehr ganz so schlimm aus. Ich würde das hier sogar noch ein Stück zurücknehmen, um ehrlich zu sein, dass die Brücken ungefähr gleich anfangen. Das finde ich ganz cool. Lass ich die 99 da drin. Entschuldigt. 100, da habe ich mich ja schon drauf eingelassen, aber musste diese eine KMH dann noch sein? Musste der mir abgeluchst werden? Da fühle ich mich ein wenig gekränkt damit. Und jetzt kannst du es von mir aus auf 100 reduzieren. Mit der hübschen Stahlbrücke. Hundertneun, hundertsechzehn, hundertzwanzig. Das passt, dann bremst das schon mal vom Bahnhof ein bisschen ab. Das wird dem Lärm hier in der Stadt auch sicherlich gut tun, wenn die hier noch bis ranbauen. Irgendwann mal vielleicht. So, dann... Um das hinzukriegen mit den Brücken, würde ich das gerne hier noch groß, dann macht die Krümmung größer. So, das gerne hier so noch hinziehen. Nimm das ran. Ja, natürlich mit der Steinbrücke. Mit der schönen Steinbrücke. Oh. Was ist denn hier? Was denn...
Osten da natürlich dorthin gebaut, wo noch Land war, beim letzten Mal sah. Es ist nicht ganz perfekt, aber das reicht mir so. Kannst du mir anzeigen, wie dann die Linien laufen? Hier fährt er raus, also immer noch genau durch den Pfosten fährt er raus, aber hier kommt er schon mal rein. Warum ich nicht diesen Pfosten hier abzureißen? Gut, aber die Strecke sitzt soweit. Ich werde noch ein bisschen Feintuning machen. Ich würde sagen, die Signale machen wir letzten Mal, beim nächsten Mal. Oh, ich habe noch keine Dings drin. Ich habe noch kein Depot hier irgendwo drin. Ups. Hier vielleicht ein Depot reinhauen. Andere Sätze für die, die Personenstrecke haben wir hier hinten, glaube ich schon. Oh. Gleis Nummer 3. Genau. Müsste genau das hier sein. Ups. Genau, was ich mit dem Depot mache. Ich mache es jetzt hübsch. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder mit Signalen und der Mitfahrt. Die wird dann vermutlich ein ganzes Stück kürzer aufnehmen. Aber dann haben wir wieder eine Baufolge drin. Ihr habt gesehen, wie ich an Brückenpfeilern verzweifle, wie der eigentliche Pfosten vor dem Bildschirm sitzt. Und die Straße müssen wir auch noch machen damit, beim nächsten Mal. Das definitiv. Die Straßen habe ich komplett vergessen. Okay, dann bevor ich jetzt noch länger schwatze, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal.